Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Haringray. Wir spielen den Super Mario Maker weiter. Wir befinden uns in einem total tollen Level und setzen unsere Reise einfach mal fort. Es kann nur schön. Ich habe mich jetzt versucht, 5 Minuten lang abzureagieren. Das muss jetzt einfach mal reichen. Den Rest der Zeit, das. Nee, also jetzt muss ich auch halt. Jetzt muss ich halt so klarkommen. Und zusehen, dass ich das Level jetzt einfach schaffe. Das wäre zumindest furchtbar nett und gut. Prinzipiell hat er das hier am Anfang eigentlich schon super clever gemacht, muss man auch mal so sagen. Also den einen P-Block, dass man in dem Raum erstmal so eingeschlossen ist, dass man das ganze Konzept dahinter überhaupt erstmal verstehen und begreifen kann in Ruhe. Nämlich, dass die Förderbänder zum Beispiel alle anhalten, wenn der P-Block aktiviert ist und solche Geschichten. Also das ist eigentlich schon ziemlich nett, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Toll. Wenn man sich das einfach mal so vor Augen führt. Weil das ist dann wieder eigentlich gutes Game Design. So, dass man als Spieler sofort aufs Auge gedrückt bekommt, was eigentlich Phase ist. Blödes Game Design wird es dann, wenn es undurchschaubar wird. Wie zum Beispiel hinten mit den Thwomps. Aber okay. Und ja, man nur durch Trial and Error eigentlich weiterkommt. Aber ansonsten, der Anfang hier, der gefällt. Man weiß dann sofort, was Sache ist und das ist alles so, alles dann vollkommen in Ordnung und okay. Gut. Neue Runde, neues Glück. Wir versuchen unser Bestes, um hier gescheit durchzukommen. Auch interessant, wir hatten uns unsere kleine Kanonenpyramide gebaut. Kann man durchaus auch mal so stehen lassen. Und ja, nebenbei, ich bin natürlich so ein ganz klein bisschen, naja, auf Twitter unterwegs, beziehungsweise auch so ein ganz kleines bisschen im Forum der Newsseite Endtower und lese mir da so die Kommentare der Leute durch. Bin auch noch in einem anderen Forum, wo auch über Videospiele gelabert wird. Und allgemein scheint es durchaus so zu sein, dass der Super Mario Maker gut ankommt und die Leute da ganz viel Spaß haben, irgendwie ihre Kreationen untereinander auszutauschen und so. Und ja, dass da gewisse Hasslieben auch teilweise entstehen bei so manchem Level. Und wo manche dann eben so fragen, boah, was hast du denn da gebaut und so, das ist ja voll Knorke. Und andere sagen dann so, boah, was hast du denn da gebaut, das ist ja voll Scheiße. irgendwie sowas in der Art. Und ja, das ist einfach schön zu sehen. So, wow. Sollte das so? Ich bin mir da irgendwie nicht so ganz sicher, ob das tatsächlich so sollte. Und deswegen. Scheiße. Was hätte ich da jetzt genau machen sollen? Ich weiß es noch nicht. Wie lang ist der Level jetzt mal ganz ernsthaft? Also das ist absolut kein Vergleich zu den bisherigen Leveln, die wir von Cataclysm gesehen hatten, weil die waren ja eigentlich nach der allerersten Idee schon, ja, die waren dann ja beendet. Aber das hier, das ist sicherlich, es kommt einem jetzt auch länger vor, als es eigentlich ist, weil man halt gewisse Passagen immer und immer wieder sieht und spielen muss. Aber trotzdem. Irgendwie, das ist schon. Es wirkt heftig. Es wirkt durchaus heftig. Und da stelle ich mir auch einfach mal die ganz bescheidene Frage, wie lange hat er das Spiel schon, dass er so viel da tatsächlich vor sich hinbauen konnte? Ich glaube, er hat das Spiel schon vor dem Release gehabt. Aber na gut. Wohlgemerkt, das Spiel ist gestern eigentlich erst rausgekommen. Und. Aber sowas denkt man sich doch auch nicht so einfach aus, oder doch, oder nicht? Da muss man doch vorher sich eigentlich schon fast einen Plan erarbeiten oder irgendwie sowas, damit man überhaupt auf so eine Idee kommt für den Kram hier. Warum? Ich bin der Meinung, die Abstände, die variieren total, indem der olle P-Block und der Kram da rauskommt. Das variiert doch, oder nicht? Natürlich variiert das. Das muss doch variieren. Ich meine, ich war jetzt auch wieder ziemlich zeitig auf dem P-Block einfach drauf. Also, wo soll denn jetzt da der Unterschied gewesen sein? Ja, ich glaube, da in der Beziehung funktioniert das Spiel manchmal ein bisschen random.
Beziehungsweise es kommt wahrscheinlich drauf an, mit was für einem kleinen Fitzelchen ich vielleicht mal irgendwie den oberen Bildschirm da oben gesehen habe, mit zusammen dem P-Block und der Eulenkanone. Und manchmal ist das dann eben wirklich ganz kurz nebeneinander. Und jetzt, seht ihr, ich bin der Meinung, ich habe mir jetzt diesmal viel mehr Zeit gelassen mit dem P-Block, aber trotzdem sind die Kanonen noch nicht hinterhergekommen. Das ist seltsam. Es wirkt einfach seltsam. Warum bin ich eigentlich bei diesen Sprüngen hier bisher noch nicht draufgegangen? Das grenzt für mich auch an ein klitzekleines Wunder, offen gesagt. So. Ups, ja, ja, kurz so. Dann hätte ich den P-Block ganz gerne eigentlich mitgenommen. Genau. Lohnt es sich eigentlich? Nee. Es lohnt sich nicht, unten lang zu gehen, oder? Das wäre komplett bescheuert. Ich glaube, dass es komplett bescheuert wäre. Deswegen lassen wir es. So. Was? Ach so. Weil die Kanone da oben auf dem P-Schalter gelandet ist. Aber genau zu dem Zweck hätte ich ja jetzt den Reserve-P-Block gehabt. Prinzipiell. Also damit hätte er mich nicht mal foppen können. Ich hätte es ja wieder rückgängig machen können, oder nicht? Glaube ich. Aber ja, man darf sich da... Ich habe da zu lange gewartet. Ich habe zu lange beobachtet. Aber ich wusste ja auch nicht, was da Phase ist, was er überhaupt von mir will. Deswegen. Das ist auch interessant, dass die ollen Kanonen rechts da Buhus ausspucken. Sind wir jetzt... Auch nicht unbedingt die allerliebsten Vertreter, die man sich so vorstellen kann. Die man auf seiner persönlichen Party haben möchte. Von daher, na gut. Aber, ja. Dann müssen wir dann in dem Moment einfach mal durch. Schön. Schön, dass wir hier das erste Mal draufgegangen sind. Das müsste dann aber auch das letzte sein, da oben mit dem Buhus. Weil dann wird es auch so langsam aber sicher mit der Zeit knapp. Man sieht es ja oben rechts. Es sind eigentlich nur 100 Sekunden, die das Level andauert. Aber es kommt einem trotzdem wie eine halbe Ewigkeit vor. Dadurch, dass man hier halt immer ausgebremst wird und so, das ist... wirklich nicht, also sowas muss ich nicht öfter haben. Da bin ich auch ganz ehrlich. Ja, nee. Salty Hering ist salty. Woher kommt eigentlich der Begriff salty? Ich habe das allererste Mal auf Twitch mitbekommen, wie auch immer. Dass Streamer dort als salty betitelt werden. Nämlich immer dann, wenn sie irgendwie der Meinung sind, dass das Spiel schuld ist oder dass äußere Umstände schuld sind oder wie auch immer. Aber sie sind halt nie selbst schuld. Genau dann, wow, genau dann sind sie salty. Ja, vielleicht habt ihr den Begriff selber auch schon mal gehört oder wie auch immer. Genauso fühle ich mich aber momentan. Salty. Einfach. Ja. Das Spiel ist schuld, ich bin nicht schuld und das sollte ja wohl einigermaßen klar sein. Und klar erkennbar sein vor allem. Also, ja. Vielleicht ist das ja tatsächlich so. Was? Was? Auch das habe ich nicht verstanden. Da war jetzt wieder zu viel los. Es ist... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe einfach nicht, was er da hinten will. Ist klar, dass man das als Ersteller schafft. Weil man auch genau weiß, was da aus den einzelnen Sachen rauskommt. Aber als jemand, der das allererste Mal spielt, da denkt man sich doch einfach nur so... What the... Was willst du überhaupt von mir? Was ist dein verdammtes Problem? Salty, Erik, salty. Also... Aber das ist doch nicht... Das ist doch nicht normal. Entschuldigung. So. Diesmal war auch wieder der Abstand oben ganz anders zwischen P-Schalter und Kanone. Das hatte ich jetzt schon vorausgesehen, dass der P-Schalter eigentlich einen viel größeren Vorsprung hatte als die olle Kanone. Die hat sich jetzt auch wirklich verhältnismäßig viel Zeit gelassen, um da dann runterzufallen. Was mache ich hier eigentlich? Wow. Ich hätte schon irgendwie Lust auf den ollen P-Schalter. Kann man durchaus so sagen. Deswegen darf er ruhig und mit Wonne mitkommen. Wow, 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 wow. Okay. Vielleicht sollte ich doch einfach unten mit weitergehen. Auch wenn es bestimmt nicht geht. Aber egal. So. Gucken. Scheinbar kann man ja hier schnell machen. So. Ja. Scheinbar.
Oder auch nicht. Problem. Ich habe gerade gesehen, wie das mit Bomben da oben funktioniert. Die fallen ja tatsächlich runter. Aber ich muss vor den Bomben... Ich muss da vor den Bomben runterfallen, weil ansonsten habe ich keine Chance. Die sind dann einfach zu zahlreich da unten und dann werde ich mit definitiver Sicherheit draufgehen. Okay. Okay. Ich habe es... Eventuell begriffen. Wow. Wow. Das funktioniert. Das Ganze immer wieder ein Wunder. Okay, ja. Und wie gesagt, das hier ist nur ein olles Level aus dem Super Mario Maker. Ich möchte nur nochmal, also, darauf hinweisen, ne? Auch diesmal, ja, ganze Abstände zwischen den ollen Zahnrädern. Das war alles total anders. Eigentlich war es diesmal sogar einfacher. Ich bin einfach nur falsch gesprungen. Aber ich war trotzdem verwirrt. Alles eine Timing-Geschichte. Das ist schrecklich. Wenn das alles nicht so funktioniert, wie es sollte. Obwohl, es würde wahrscheinlich trotzdem noch funktionieren, aber es fühlt sich trotzdem scheiße an. Gut. So. Abstand da oben zwischen Kanone und P-Schalter wieder gänzlich anders. Ungewohnt. Nicht so wie er... Doch, nee, eigentlich ist das, glaube ich, der normale Abstand, der so auch sein soll. Aber egal. Wow. Okay. Man sollte das Ding wirklich in der Luft aktivieren. Ich glaube, das ist am einfachsten. Weil dann kann man wenigstens auch sicher sein, dass der olle Block da unten, die olle Münze da unten wirklich zu einem Block wird. So! Wo kam jetzt auf einmal dieser Flammendings da oben her? Wirks? Sehr, sehr seltsam. Jetzt schon wieder hier. Nax, nax, nax. Ist auch mein Lieblingsfehler. So. Okay. Neuer Versuch. Ich glaube, es ist wirklich am allersimpelsten, wenn man schnell, schnell, husch, husch macht. Jetzt auch gleich wieder. Schnell, schnell, husch, husch. Schnell, schnell, husch, husch. Dann nehme ich hier einfach mal so durch. Dann von mir aus so. Aha! Dankeschön. Wow. Wow. Wer gibt mir jetzt die ganze Lebenszeit wieder? Niemand. So. Wir hätten jetzt noch zwei Level von Cataclay, aber ich bin da ganz ehrlich. Da mache ich jetzt erstmal eine Pause. Cataclay-Pause. So, stattdessen gönne ich mir jetzt irgendwas Einfaches, was Niedliches. Irgendwas, was man auch tatsächlich verhältnismäßig schnell hinter sich bringen kann. Ich bin zumindest jetzt wahrscheinlich der Erste und Einzige, der das durchgespielt hat. Von Cataclay abgesehen. Also von daher passt das schon. So, Sternrangliste. Hier gibt es doch bestimmt irgendwelche coolen Sachen, oder? Ach so, ja. Das sind auch so Dinger, die ganz hoch im Kurs stehen. Mittlerweile, so scheint es zumindest. Selbst ablaufende Geschichten. So, gucken wir uns das Ganze einfach mal an. Von Niramu aus Frankreich. Don't press anything. Ich drücke nichts. Okay. So much stuff going on. Das stimmt. Ja. Es scheint wohl irgendwie so eine eigene Disziplin zu sein oder so, die sich hier im Super Mario Maker so nach und nach entwickelt. Und so wie es aussieht, feiern die Leute das total. Ich weiß nicht, ich persönlich erkenne auch den... Ja, einfach den Arbeitsaufwand, der dahinter steckt. Und dass das eigentlich eine ziemlich coole Geschichte ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ist jetzt halt nichts, was man selber spielt oder so, ne? Das ist halt immer was zum Angucken. Ich finde, das sind schöne Sachen, die man irgendwie für YouTube veröffentlichen kann oder so. Aber... Press right, run and enjoy. Okay, hier muss ich also einfach nach rechts rennen. Und ich hoffe sehr, dass ich nicht springen muss. Von Pyro. Cool! Ein Mario Kart Level? Oder wie sehe ich das? Es wirkt fast so. Yay! Bep, 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 bep. Geile Sache. Okay, die Idee ist schon irgendwie cool. So mit Sternpower und so weiter und dann, ja,
Ja. Dass man sich echt so ein Rennen widmet mit dem ollen kleinen Stachikopf da. Die Idee ist wirklich cool. Die Idee ist wirklich, wirklich, wirklich cool. Na gut, aber halt wieder so eine selbstablaufende Geschichte im Endeffekt irgendwie, ne? Aber mit Mario Kart Musik und allem drum und dran. Ah, ja. Ja gut, wegen dem Amiibo wieder. Das ist schon, ich erkenne, wie gesagt, die Arbeit dahinter an, aber es ist so, warum macht man sowas eigentlich? Ich verstehe das nicht. Das muss so ein Haufen Arbeit sein. Aber okay, Don't Press Anything 2 von Niramu auch. Ich glaube, der hat sich schon einen gewissen Ruf erarbeitet, was Mario Maker Level angeht. Ist ja auch ganz schön und nett. Kennt man den eigentlich noch von... Ich meine, irgendwie müssen seine Level ja gefunden worden sein. Also irgendwer muss sich damit dann ja ein bisschen ausführlicher dann unter Umständen... Ein Netzwerkfehler ist aufgetreten. Cool. Hatte ich bisher auch noch nie. Irgendjemand muss sich mit dem Typen dann ja vielleicht auch mal ein bisschen ausführlicher auseinandergesetzt haben oder so. So dass man dann eben auf die Idee kommt, dem zu folgen, beziehungsweise dem sein Level zu finden und das alles so... für gut zu befinden oder wie auch immer. Vielleicht ist es auch so ein bekannter YouTuber oder was auch immer Typ, den man halt deswegen einfach kennen sollte. Oder er ist über Nacht berühmt geworden. Das kann natürlich auch sein. Jedenfalls auch der Wahnsinn, was hier so alles abgeht. Was es für eine Timing-Geschichte einfach ist. Mit den ganzen Sachen, die hier rundherum ablaufen. Und da kann man auch so ein ganz klein bisschen sehen und erahnen, was man prinzipiell alles mit dem Super Mario Maker machen kann, wenn man sich ein bisschen länger damit auseinandersetzt. Und was man da auch alles für Effekte einbauen kann und so, ist auch schön. Auf so Achterbahn-Level hätte ich prinzipiell auch Bock. Wo man dann... Ja... einfach so ein bisschen achterbahnmäßig was machen kann und so. Wenn die ganzen Dinger wirklich intelligent gestaltet sind, kann man eigentlich auch die Geschwindigkeit der Achterbahnen bestimmen. Das wäre ja eigentlich wichtig. Und es gibt ja auch verschiedene Geschwindigkeiten für sowas. Würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Na gut, okay. Ja, solche Geschichten gibt es jedenfalls auch hier bei Super Mario Maker. Ja, entweder man ist ein Fan davon oder eben auch nicht. Weiß ich nicht. Gibt halt solche und solche. Aber das ist ja auch das Schöne irgendwie. Jeder macht die Level, die er am schönsten findet. Franzosen machen irgendwie Level, die selbst ablaufend sind. Cataclay macht Level, die keiner schaffen kann außer ihm. Und andere Leute erstellen vielleicht auch mal Level, die einigermaßen gut spielbar sind. So oder so ähnlich, ich weiß es nicht. Für den Moment soll es erstmal wieder gewesen sein. Ich mache jetzt, ich glaube am heutigen Tag, eine Super Mario Maker Pause. Ich wollte ja auch noch ein bisschen was anderes aufnehmen. Und ja, ich sag dann an der Stelle einfach mal wieder Tschö mit Ö. Und hoffentlich bis ganz, ganz bald.